Lebe wohl, Insel der Pinien. Wir starten zu unserer ersten großen Überfahrt. Aber nach mehreren Stunden auf dem Meer sind wir nicht mehr ganz frisch. Das könnt ihr glauben. Wird's denn gehen? Glaub schon. Wie geht es, Tupa? Du bist krank? Und Raphael, wie geht es dir? Super. Wie aufregend, die Fleur de Lampole nach Tana, einer der entferntesten Inseln im unvermesslichen Pazifik, zu führen. Nach 2 Tagen auf dem Meer sind unsere Mägen hinreichend an das Leben an Bord gewöhnt, um dem von Rob und Jonathan vorbereiteten Bericht über Tana zu folgen. Du hast gesagt, dass Kawa für Frauen verboten ist? Wir erfahren, dass die Insel zu Vanuatu gehört, einer jungen Republik, die 1980 ihre Unabhängigkeit erlangt hat. Früher trug das Archipel Vanuatu den Namen Neue Hebriden. Über viele Jahre hinweg standen die Neuen Hebriden im Norden Neukaledoniens unter der Doppelverwaltung Frankreichs und Großbritanniens und besaßen 2 Rechtssysteme. Da die Inselgruppe kaum Ressourcen besitzt und nur wenig strategisches Interesse zeigt, bemühten sich ihre Kolonisatoren nie wirklich um ihre Entwicklung. Es ist Regenzeit. Wir kommen in Port Resolution an. Wir dachten, einen richtigen Hafen mit Kai und Häusern vorzufinden. Aber es gibt hier nichts von alledem. Nur die Erinnerung an Kapitän Cook, der im Jahr 1772 2 Wochen lang in Tana Zwischenstation machte. Der Engländer Cook war einer der größten Forschungsreisenden aller Zeiten. 3 Reisen führten ihn in den Pazifik, den er in alle Himmelsrichtungen überquerte. Sein Schiff, die Resolution, hat dieser Bucht ihren Namen gegeben. Cook war ein hervorragender Geograf und zeichnete die Karten seiner Entdeckungen selbst. Auf seinen Reisen wurde er von einem Team von Wissenschaftlern und Künstlern begleitet, die über die Inseln und ihre Völker, mit denen sie in Kontakt kamen, wertvolle Augenzeugenberichte ließen. Seine Reisen haben den Blick des Okzidents auf die übrige Welt verändert. Schon oft hat die Fleur de Lampole Kapitän Cooks Kielwasser gekreuzt, aber nie haben wir das so sehr gefühlt wie hier in Port Resolution. Wir haben an genau der Stelle angelegt, an der auch sein Schiff verankert war. Nichts hat sich verändert, seitdem er hier war. Die Einwohner von Port Resolution haben einen Dugong gezähmt. Dieser große Meeressäuger gehört zur Familie der Seekühe und ist ein Vetter des Lamantins. Der seltene Dugong lebt in den Küstenregionen des Indischen Ozeans und Westpazifiks und ernährt sich ausschließlich von Pflanzen. In zahlreichen Regionen zählt er zu den gefährdeten Arten. Tana ist eine vom Rest der Welt wirklich abgeschnittene Insel. Lebensgrundlage ihrer gut 20.000 Einwohner ist die Landwirtschaft. Auf der Insel wachsen Obst und Gemüse im Überfluss. Zu Kontakten mit der Außenwelt kommt es kaum. Die melanesische Tradition ist eine der unnachgiebigsten Bastionen des Kultes. Der Kolonisierung durch Missionare und Siedler haben sich die Bewohner Tanas stets widersetzt. In ihrer Mythologie ist ihre Insel ein von magischen Orten und mächtigen Steinen übersäter heiliger Raum, auf dem die ersten Menschen lebten. Der Vulkan Yasur ist der am meisten respektierte Ort auf Tana. Sophie, Tuk, Marion und Sophia haben ihn bestiegen. Oh, tu mir die Füße weh. Ich hätte besser Schuhe anziehen sollen. Ja, und mir macht vor allem der Lärm, den wir unten gehört haben, ein wenig Angst. Tja, ein wenig, aber wir werden uns trotzdem amüsieren. Ja, aber, kein Ja, aber, du hast nur Hunger. Los, stellen wir uns mal unseren ersten Vulkan vor. Mann, das raucht. Mann, er ist enorm. Beeindruckend nicht? Ich hoffe nur, dass er nicht durchgeht. Andernfalls sind wir schlecht dran. Hast du gesehen, das ist ein großer Krater und da sind 3 kleine. Guck mal, ist das beeindruckend. Stell dir nur vor, wenn du da reinfällst, dann kommst du nicht mehr hoch, glaube ich. Ja, und mit den Gasen im Inneren wirst du ganz steif und so. Es ist ein wenig diesem Vulkan zu verdanken, dass Kapitän Cook die Insel Tana entdeckt hat, weil er mit seinem Schiff in Küstennähe kam, als er so eine Art Lichtschimmer sah, dem er folgte. Als es dann Tag war, erblickte er die Insel Tana. Heute ist der Vulkan noch immer in Aktivität und regelmäßig hat es Unfälle gegeben und Tote, weil der Krater Steine auf die Menschen gespuckt hat. Letztes Jahr wollte man fast die Insel evakuieren. Es gab wirklich richtig großen Alarm. Für die Leute ist der Vulkan Yasur ein Problem. Wenn er nämlich ausbricht, dann spuckt er Stoffe aus. Asche.
Hast du den schwarzen Rauch gesehen, der da herauskommt? Oh mein Gott! Und dann heißt es, dass der Mensch die Erde beherrscht. Mal ganz ehrlich, neben diesem Vulkan fühlt man sich ganz klein, winzig klein. Ein einziger Stein, den er wirft, kann uns nämlich töten. Die vulkanische Aktivität des Berges Yasur ist auf ein geologisches Phänomen zurückzuführen, das sich mehrere Kilometer unter unseren Füßen abspielt. Die Erdkruste im Westen Vanuatus wird unter den Teil der Kruste gedrückt, auf dem wir uns befinden. In dem Maße, wie sie zusammengedrückt wird, wärmt sie sich auf und schmilzt. Der flüssige Fels, Magma genannt, steigt an die Oberfläche und ergießt sich als Explosionen und Lavagüsse. Der Berg Yasur ist seit mindestens 800 Jahren aktiv. Für die Bewohner der Insel Tana ist der Vulkan Yasur ein heiliger Ort. Die Legende besagt, dass sich an dieser Stelle Gott, der Schöpfer, als Erster niedergelassen hat, dass er die Insel Tana geschaffen hat. Das ist in etwa vergleichbar mit unserem Paradies. In unserer Kultur ist das Paradies im Himmel. Und bei ihnen ist das Paradies das hier. Weil für sie die Geister der Toten, in diesen Vulkan gehen. Wenigstens ihnen da nicht kalt. Überall Rauch, das sind Steine oder eher Lava, weil es ganz rot ist. Als es explodierte, sind sie runtergefallen. Man hat jedes Mal den Eindruck, dass man weggeblasen wird, wirklich. Hast du gesehen, wie die rote Lava hochgespritzt ist? Ja, das spritzt. Ich habe wirklich geglaubt, dass uns das auf den Kopf fallen würde. Man hat jedes Mal den Eindruck, als würde man draufgehen. Ich habe zu große Angst. Jedes Mal geht man automatisch einen Schritt zurück. Das macht Angst. Ich zittere richtig. Herzprobleme sollte man auf jeden Fall besser nicht haben. Siehst du, eben noch hast du gesagt, du hast keine Angst. Und nun? Am Anfang war es noch lustig, aber allmählich kriege ich es wirklich mit der Angst. Wenn man sieht, welche Energie aus dem Krater herauskommt, mich beruhigt das nicht, wirklich. Ich bin 14 Jahre alt, ich bin 14 Jahre alt. So manch einer sieht so etwas sein ganzes Leben nicht. Ich habe wirklich Glück. Es ist windig, schaut mal den Stein dort. Vorhin hat er dafür 25 Minuten gebraucht und jetzt bringt er es in 5 Minuten auf das Doppelte. Es lebe Frankreich!